Moin moin liebe Flittchen, herzlich willkommen zum neuen Video. Wie schon angekündigt in einem Video davor, wo wir auf die Polizei reagiert haben, die Rollerfahrer umfährt. Die Tonqualität ist hier zwar ein bisschen besser, ich konnte es mit einer anderen Szeneaufnahme von dem lieben Colors of Mayhem retten. Es hört sich trotzdem halt nicht so an wie sonst, es tut mir leid, aber ihr wolltet es ja haben, also kriegt ihr es jetzt auch. Viel Spaß! Moin moin liebe Flittchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich fahre heute hier dieses wunderschöne Bike von diesem wunderschönen Herrn da drüben. Colors of Mayhem könnt ihr gerne bei Instagram und YouTube abchecken. Ich dachte, bevor ich hier mal kurz ein paar Runden drehe auf dem Platz, wir gehen einmal kurz rum und du sagst mal kurz, was du so gemacht hast. Alles klar. Also wie ihr seht, das ist ja eine Yamaha MT-07 2017. 2017, genau. Also noch das alte Ding, das erkennt man am besten hier dran. Die neue hat das irgendwie anders hier über den Tank, aber so. Okay, so, ja, ihr seht schon, Textmarker gelb mit geiler schwarzer Schrift drauf. Selbst das Yamaha-Zeichen hier alles mit gelb foliert. Das genau. Hier ist lackiert. Genau. Die Dinge, habe ich schon gelernt, sind einfach fake. Ja, die sehen nur für die Optik so. Ansonsten, wo sind wir? Finde ich aber sehr geil. Vorne, hinten, oben, unten. Ja, ich gebe überall ist eigentlich. So viel, ne? Also erstmal, neuer Lenker von LSL. Rhizoma-Ausgleichsbehälter, hier diese Handyhalterung, beheizte Griffe, Rhizoma-Exzentrikus-Spiegel, Spiegler-Griffe. Die Frontmaske ist komplett CNC gefräst mit einem neuen Licht, das ist von Highsider. Schutzblech ist gekürzt und angepasst, kleine Blinker von Rhizoma, ein LED-Zusatzscheinwerfer für Fernlicht, schwarz gepulverte komplett SC-Project-Anlage. Legal alles, ne? Alles was legal. Hier ist an dem Bike ist legal. Komplett so, wie sie da steht, da rumgefahren. Genau, hier auch wieder Rhizoma-Ausgleichsbehälter natürlich. So eine Kombination aus verschiedenen Teilen, die dann so einen geilen Kennzeichenhalter ergeben. Mit dem man auch gut schleifen kann, wie ihr seht, Leute. Schleifen ist hier Punkt, also sehr geil. Wahnsinn. Komplett anderes Heck, mit anderem hier der Rahmen verändert, mit dieser Aufnahme, das ist nur für die Optik. Aber funktioniert, weil hier so Löcher sind, kann man so ein Gepäcksystem mit so Bändern dran machen. Das sieht dann ganz geil aus. Mit anderem Licht, dann Kettenschutz ist LSL. Schwarzer Schutz. Und so Kleinigkeiten wie hier, Einfüllstutzen oder Schraube von vom Moped ist auch von Rhizoma mit dieser Klemme da dran. Wahnsinn. Ja, was noch? Was noch? Ja, ich glaube, halt, das ne? So steht sie halt da. Sitzbank, alles gemacht. Genau, richtig auch so. Geil. Das ist auch nochmal neu gemacht. Die Sitzbank ist ein bisschen aufgepolstert und halt mit dieser Quadratsteppung. Wie bei mir im Auto wollte ich das haben. Dann Ja, richtig geiles Bike. Leute, was sagt ihr dazu? Ich finde es wirklich fresh. Wir hatten schon drüber gesprochen, die kostet so 7000 ungefähr. Und ungefähr, das hast du nochmal da reingesteckt. Ungefähr. Nochmal mit Arbeitszeit und so weiter. Ja, kannst du nochmal 5000 Euro zurechnen. Also das ist schon eine Ansage. Ist das doch. Muss man auch erstmal sich überlegen, in so ein Bike nochmal so viel Geld reinzustecken. Das stimmt. Weil tatsächlich sieht sie ja normal auch nicht schlecht aus. Ja, aber anders. Aber also gerade das Heck ist mit diesen zwei Sitzen, ich weiß nicht, ob du weißt, wie sie standardmäßig aussieht, finde ja, ich ja. Ein bisschen, also so finde ich sie tatsächlich nicht so schön. Wie sie so halt hier steht, sie ist einfach, ja, schon geil. Das Einzige, was mich noch stört, und ist ist ein Dreizylinder? Zweizylinder. Zweizylinder? Ah ne, die MT-09 ist ein Dreizylinder, genau, so war es. Das, ne? Geil. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir fahren mal hier kurz ein paar Runden, wenn du das gestattest. Ja, und so gut. Wir fahren hier mal kurz ein bisschen auf dem Platz einfach rum, da passiert ja auch nichts, hoffentlich. Aber schnell 300 Kubik mehr hier. Ja, einmal kurze Aufrüstung. Papa Lipp, wenn du das siehst, der Nils, vorsichtig. Ah ne, der Colors of Mayhem ist ein ganz vorsichtiger, junger Kerl. Außerdem der natürlich nur auf abgesperrtem Gelände kann alles. Genau, und du kennst ihn auch, also Papa, komm bitte nicht in mein Zimmer, während ich das Video schneide und rage. Jetzt nur nicht abholen. Oh, die Kupplung ist auf jeden Fall schon mal viel angenehmer. Ich kann mal hier kurz. Krank! Die Kupplung bei der MT-10 ist der letzte Scheiß im Vergleich dazu. Ey, ich hab sie nicht abgedrückt. Guck mal, Leute, die klingt schon geil. Der Sound ist schon sehr geil. Ich finde den noch geiler, sogar wenn man drauf sitzt einfach. Ja, das macht was her auf jeden Fall. Okay. Also musst du sie auch erstmal ein bisschen drehen. Wenn du jetzt hier im ersten bzw. im zweiten Gang bist und mal ein bisschen gibst, wenn sie unter Last beschleunigt, klingt sie wirklich geil. Sie ist einfach nur das zu leise. Lenkrad hier, Griffheizung an. Oh, die fühlt sich aber sehr geil an. Krass. Aber hey, schön leicht, ne? Echt ein anderes Fahren. Oh, MT-10 sieht natürlich aber auch brutal aus. Klar, Kennzeichenhalter muss man nochmal ändern. Ja, der hat eine eigene Postleitzahl, ey. Hat die hier einen Quickshifter? Nein, aber du kannst halt ohne Gas hochschalten, wenn du ein bisschen koordinativ. Ja, das ist
gut drauf bist, so. Ey, das reicht ja easy für die Stadt aus, krass. Ja, Logo. Also die Landstraße geht auch, die geht bis, ich glaube, 220 und so, aber dann ist halt auch Naked Bike und eh unbequem zu fahren. Ich muss ehrlich sagen, die Spiegel, naja, ich sehe gar nichts, weil original meine Arme da sind. Also wirklich, bei mir geht's. Ich sehe nichts. Du musst den Arm so ein bisschen zur Seite nehmen, nach links oder rechts außen, dann geht's wirklich gut. Ach, aber scheiße, ist legal. Das also ist auch schon richtig am Arsch. Oh, ich werde das wahrscheinlich wieder nicht hören, aber die hat so ein richtig geiles, angenehmes V2-Blubbern so beim Gas geben. Boah, das ist schon, doch, ich muss sagen, gefällt mir gut. Leute, ich finde, das Einzige, was so ist, mir fehlt ein bisschen Cockpit. Ja, das finde ich ganz geil. Also gerade diesen, den Tacho, ich finde von der Optik, ich finde es einfach geil, das Bike gerade von der Seite oder von vorne zu sehen mit dieser flachen Optik. Das ist alles, deswegen die Spiegel nach unten und so weiter, damit halt nichts wie so total. Die Spiegel hier, so insektenfühlermäßig, ist okay, aber das ist halt. Aber auch bei meiner Streetie, die gibt es ja auch ohne die Maske. Ich finde diese Maske, das gibt mir irgendwie das Gefühl, dass es so ein Kompaktbike ist. Und man hat tatsächlich. Und hier ist ein bisschen es noch mehr naked, ne? So. Ja. Genau, heute, also das jetzt einfach naked, also richtig pur naked, das ist schon geil, also schon sagen. Aber so von der Leistung, okay, die geht echt easy hoch, ja. Das war einfach nur Power, krass, vor allem die fühlt sich viel geiler an beim Hochgehen, weil die so leicht ist. Ja, sehr stabil. Also ich muss auch sagen, ich hatte gerade eben kurz einmal einen Reifendreher drin, also da ein bisschen durchdrehen tut sich schon, da fehlt schon Traktionskontrolle und so weiter. Du kannst hier, wenn du, gib ihm mal hier so bei 35 km/h zweiter Gang und dann einfach so ein bisschen und dann kannst du bis zum Ende eigentlich durchfahren. Warte kurz, mal gucken, wo die Fußbremse ist. Ja, trau dich, ein bisschen mehr geht noch. Ja, trau dich, sagst du mit einem fremden Bike. Ehrlich. Okay, machen wir jetzt, ich trau mich jetzt. Wieso ist die Motorkontrolle die Spiegel, es gibt für mich... Das ist geheim, das muss ich nochmal erzählen. Okay. Das funktioniert aber. Alles klar. Krass, okay. Ja, siehst du. Aber man kann schon, das finde ich, das ist gewöhnungsbedürftig gerade bei der, muss ich sagen. Bei der MT10 muss man schon vom Gas gehen oder deutlich mit der Hinterradbremse arbeiten für einen Wheelie. Nee, hier und gar bei nicht. Der kann ich gefühlt Vollgas durchziehen so. Ja. Also übertreiben auch nicht, weil dann geht sie, also sie geht wirklich gut hoch. Ja, irgendwann kommt wieder der Punkt, wo sie dann natürlich komplett eskaliert. Aber grundsätzlich, ich weiß, was du meinst vorhin mit der Leichtigkeit, also dass das Bike relativ leicht ist und easy hoch geht. Auch einfach, ich meine, das ist jetzt kein fahrerisches Können, was du brauchst, aber der Vergleich, ich habe jetzt auch den direkten Vergleich hier, wenn du nur diesen langsamen Kurvenfahrt wie bei deinem Fahrschulkram um die Hütchen. Wenn du das jetzt mal dir vorstellst mit der hier oder mit deiner Street. Kannst du mich mal in Schutz nehmen? Das ist mit der nicht so easy wie mit einem Fahrschulbike. Das Ding ist schon ein Panzer. Die ist wirklich schwer. Also ich merke das jetzt gerade. Wir können ja mal jetzt Schrittgeschwindigkeit fahren und dann so ein bisschen hin und her eiern. Und dann können wir mal gucken. Also wir sind jetzt beide nicht die größten Lappen, was Motorradfahren angeht. Es geht tatsächlich. Kannst du mal gucken, wie das hin und her fahren, also gerade mit dem Gewicht, bin ich hier mehr am Balancieren. Siehst du, da ist schon der Fuß unten. Aber es ist natürlich auch die Kupplung, die ich nicht. Ja, das hier ist. Ja, die Kupplung ist echt weird. Ja, guck mal, ich kann so langsam fahren. Ja, und die ist einfach. Ich komme noch nicht mal an den Punkt. Wirklich gut austariert. Ey. Krank! Krank! Ich stehe fast. Also eine langsame Fahrt. Bei mir steht 0 km/h. Bei mir steht 0. Ja, ich fahre 0. Auch. Aber ich bin. Ja, wenn man sich daran gewöhnt, geht's. Aber es ist was anderes auf jeden Fall, mit so einem leichten... Das Einzige, was ich habe, dass die Spiegel gegen meine Knie kommen. Okay. Wenn ich zu sehr einschlage, guck, bumm. Ja, das ist bei... Haben Krank, so kleine, ist ja so kleine, lang. Kleine also, Beine? Weiß ich nicht, ey. Ja, aber tatsächlich stoße ich da immer gegen, wenn ich den zu sehr einschlage. Das bei mir gar nicht. Vielleicht wegen deinen Protektoren in den Knien oder so, das ist bei mir... Kann sein. Ganz wichtig übrigens, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ganz wichtig ist, dass ich meine Cap, also meine normale Cap hinten hinter dem Sitz einklemme. Ich hab's gesehen. Weil da ist ich so eine kleine Metallkante, da kommst du sonst immer gegen mit dem Steißbein. Das tut so weh, wenn die nicht da ist. Deswegen habe ich die so als Polster. Ich trage eh immer Cap, wenn ich keinen Helm auf habe. Deswegen passt das perfekt so. Keep it simple, ey, herrlich. Geil. Okay, wir fahren noch einmal runter. Das ist echt ein geiles Bike, gefällt mir sehr gut. Leute, was sagt ihr zu der These? Ich finde, man braucht in der Stadt tatsächlich nicht so viel Bums. Deswegen ist ja gerade sowas wie Sumo oder so auch einfach im Trend, weil du mit wenig Leistung
viel Fahrspaß und trotzdem auch Agilität hast, so, ne? Aber guck mal hier, das hier ist auch super chillig einfach. Ja. Das geht mit der MT10 auch, aber ich glaube einfach so, man merkt das viel in der Stadt, wenn du filterst. Ist geil, wenn man sein eigenes Bike sieht, ne? Absolut, ey. Ach, das ich scheiß jetzt ins Wasser. Ich glaube, das dauert ungefähr 3 bis 4 Minuten, dann bist du tot. Jetzt bei der Temperatur, mit der Strömung, da kommst du nicht mehr raus, ey. Neues Challenge-Video. Wer hält länger aus? Wer hält länger aus, in die Elbe fallen. Wir können mal kurz einen Soundvergleich, oh, meine Schuhe sind ja auch fast halb auf, kurzen Soundvergleich machen. Bewertet mal nicht die Lautstärke, bewertet mal einfach den reinen Ton. Zwei das völlig hat, unterschiedliche ich noch, Welten, ne? Es sind unterschiedliche Welten, keine Frage. Ich muss sagen, oh fuck, ich weiß es eigentlich gar nicht. Das klingt geil, das klingt aber, ich finde dieses, klingt auch geil. Gerade so diese kleinen. Das hat mehr Chopper-mäßig was. Und das hier hat schon mehr so halt tatsächlich R1 ja. oder sowas, ne? Das ist halt dieses Crossplane-Ding, was hört man sofort raus, ne? Genau. Aber sie klingt echt, also auch die Form, gerade die Optik vom Auspuff, mir gefällt das. Das ist, ja, Akrapovic ist halt, ja, machen geile Sachen, ist so. Ist halt Akrapovic. Ist so. Na gut, Leute, wir wollen gar nicht länger schnacken. Wir sind eigentlich jetzt die ganze Zeit nur hin und her auf einem abgesperrten Gelände gefahren. Ich finde dieses Ball richtig geil. Schaut auf jeden Fall bei diesem lieben Herrn, egal ob bei Instagram oder YouTube, mal vorbei. Hier, es steht ja sogar drauf, ist ja eigentlich die beste Werbung. Colors of Mayhem. Und ich feiere das Bike. Vielleicht sehen wir das ja nochmal auf einer Messe irgendwo stehen. Dann wisst ihr, von wem das ist. Und das soll es mit dem Video gewesen sein. Bis zum nächsten Dezember. Tschüss. Komm, nimm was allein und mit der Klick, Klick, Klick. Squad über alles, wir sind lit, lit, lit. Turn up während ich vom Handy zip, zip, zip. Meine Crew und ich, wir sind das Shit, Shit, Shit.